Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, auch im Dezember geht's immer noch ein bisschen weiter, denn ein paar Adventskalender stehen noch hier und möchten gerne online gestellt werden, dass man vielleicht einfach sehen kann, was drin war oder wenn ihr den Adventskalender selber habt, dass man da vielleicht einfach weiß, wofür man das gebrauchen kann. Oder manchmal bieten ja auch andere Retailer den Adventskalender für einen exorbitant krassen Preis an und da kannst du hier sehen, was drin ist und ob er es eigentlich wert ist. Nun, hier habe ich auf jeden Fall den Flaconi Adventskalender für Männer. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. 99,99 € habe ich dafür bezahlt. Der soll ungefähr einen vierfachen Warenwert haben. Und wir haben einen Boxen-Adventskalender, was ich sehr schön finde. Und ich bin mal gespannt, was wir hier drin finden werden. Erfahrungsgemäß ist hier ungefähr die Hälfte davon Unisex, also dass man das als Mann oder als Frau verwenden kann, je nachdem wie man will. Und die andere Hälfte sind halt wirklich Männerprodukte. Oh, die Nummer 1 fühlt sich schon mal sehr schwer an. Du hast hier auch hier, genau, immer diese QR-Codes mit drauf, genauso wie auch auf dem Adventskalender für Damen, sodass man da ein bisschen mehr zu dem Produkt erfahren kann. Und hier ist auch mal wieder das Kläppchen richtig voll befüllt. Rituals, oha, Charcoal Face Scrub mit Ginseng und einem klärenden Komplex. Ganze 125 Milliliter sind hier drin. An und für sich ist es ein tolles Produkt. Ein schöner Start in die Adventskalenderzeit. Der 1. Dezember, sehr schön. Aber mit Vorsicht genießen. Ich habe hier auch mal ein Video über Peelings gemacht. Das wird ein mechanisches Peeling sein. Das heißt, wenn man eine etwas sensible Haut hat und das kann Mikroverletzungen machen und vielleicht weniger Pflege geben, als man dadurch sich erhoffen würde, vielleicht dann eher am Körper verwenden. 125 Milliliter ist nämlich echt meine Hausnummer. Wow. Weiter geht es am 2. Dezember. Hydrate Sparkle and Shine steht hier drauf. Oha, das ist ja mal krass. Wir haben von Barbour ein Dreier-Set mit Ampullen drin. Hydra Plus, Multivitamin und Lift Express. Das sind auch ganz, ganz tolle Ampullen. Also kann ich auch sehr empfehlen. Barbour macht tolle Ampullen. Und hier hast du wirklich auch einfach so eine schnelle Hilfe. Denn Ampullen sind ein bisschen höher konzentriert meistens als Serien, ne? Und dementsprechend bewirken die dann ein bisschen mehr auf dem Gesicht. Und hier kann man dann auch zielgerichtet die Pflege anwenden. Und es geht meistens halt einfach recht schnell, weil du hast eine Ampulle, brichst die auf, machst es in die Hände, ins Gesicht, bums, fertig, aus. Und bei manchen reicht es tatsächlich auch, dass man da nicht hinterher noch eine Gesichtscreme aufträgt, also quasi für die Pflegemuffel unter uns und eine schöne Nummer 2. Selbstverständlich auch mit dabei ist eine sehr schwere Nummer 3. Und hier haben wir wieder ein Om-Produkt, Biotherm Om, ein Duschgel. Ja, selbstverständlich gehören hier Duschgele rein, aber bitte nicht mehr als 3. 200 Milliliter haben wir hier drin enthalten und das finde ich super. Ich finde auch, dass das sehr, sehr schön duftet. Das ist ja sehr aquatisch, ne? Und ich glaube, dass das auch vielen Männern gefallen wird. Vor allem, du hast es hier, das kannst du für die Haare und für den Körper verwenden und du hast hier so eine große Geschichte drin. Das ist ein wertiges Produkt, finde ich toll. Hier haben wir die Nummer 4 und die haben wirklich die Boxen auch wieder richtig gut befüllt bislang. Ne? Von L.A. Brookhead haben wir ein Shampoo mit Lemongrass hier drin. 55 Milliliter. Gut, wir hatten jetzt eben schon ein Produkt, was du für Körper und Haare verwenden konntest. Das ist jetzt ein bisschen blöd aufgeteilt, hätte ich vielleicht einfach ein paar Tage später reingepackt, um ehrlich zu sein. Hier ist auch irgendwie was mit Rosmarin am Start. Also das wird sehr, sehr gut riechen, denke ich mal. Ne? Also wenn man auf diese Duftrichtung steht, ist es eine gute Sache. Schauen wir uns als nächstes mal den 5. Dezember an. Das ist der Tag von Nikolaus und hier haben wir wohl eine Gesichtsmaske drin. Die habe ich selber auch schon mal verwendet. Von L'Oreal Men Expert ist das nämlich eine 5-Minuten-Maske. Richtig cool. Hydra Energy. Und das soll regenerieren, spendet Feuchtigkeit, belebt die Haut, speziell für Männergesichter. Das heißt, und mit Taurin, ne? Das heißt, die ist einfach ein bisschen größer. Ist nicht nur für Männergesichter, ist auch mega gut für ein Claudi-Gesicht geeignet, weil ich habe eine wirklich recht große Rübe und viele Gesichtsmasken passen mir auch nicht so ganz und die ist halt knatschorange. Ich fand die richtig gut. Okay, der 6. Dezember ist relativ leicht, aber ich hoffe, dass wir hier aufgrund von Nikolaus, ne, in dem Adventskalender etwas Spezielles drin haben. Und ja, Marfa Eau de Parfum Memo Paris Fleur Bohème. Das ist, glaube ich, eine recht teure Marke. 5 Milliliter haben wir hier drin enthalten und ich glaube, das ist so ein Nischenduft und das kommt in einem Adventskalender richtig, richtig gut. Ne, das ist ein Sprayer und ich glaube, den habe ich auch jemandem in den Adventskalender gepackt aus meinem familiären Umfeld. Riecht richtig gut. Hat was leicht Zitrisches auch mit dabei, ist aber nicht so ein Allerweltsduft, wie das, was man halt so bei S. Oliver und so weiter findet. Das riecht schon ganz angenehm, ne?
Dann gucken wir mal, was der 7. Dezember uns nun zu bieten hat. Ja, war klar, die musste irgendwo hier drin sein. Online steht auch bei den Flaconi Adventskalendern mittlerweile, was genau drin ist. Ne? Also da kaufst du nicht die Katze im Sack. Marvis Earl Grey Tea, 25 ml von der Zahnpasta. Yay! Zahnpasta braucht man, aber Zahnpasta gehört meiner Meinung nach weder in Beautybox noch in den Adventskalender rein. Und ja, weil sonst kommen die auch irgendwann damit um die Ecke, alles was brauchbar ist reinzupacken, so eine Klopapierrolle oder so. Aber ja, ist jetzt hier mit drin. Wir gucken mal weiter. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht und ja, sie ist klein und leicht, enthält einen Lippenpflegestift. Rêve de Miel, das ist ein Traum von Honig. Ja, ein einfacher Honig- und Sonnenblumen-Lippenpflegestift. 4 Gramm ist eine Full Size, ne? Und Lippenpflege gehört in einen Beauty-Adventskalender, genau wie Handpflege. Und deswegen finde ich, dass der hier echt gut drin aufgehoben ist, ne? Ein Produkt, was Männer und Frauen gleichermaßen verwenden können. In der Nummer 9 dürfen wir uns über das vermutlich größte Produkt freuen, denn die Box ist am größten und es ist auch relativ schwer. Und hier befindet sich von Flaconi Men Upgrader Hydro Gel Cream Regenerating Effect drin. Okay, ja, einfach eine Gesichtscreme. Exklusiv bei Flaconi, das ist dieses hier. Gesichtspflege für jeden Tag steht hier hinten auch drauf. 50 ml, das ist auch eine Full Size, ne? Also mir sagt die Marke tatsächlich nichts. Ich habe es noch nicht irgendwo mal gesehen, aber das sieht wunderschön aus. Sehr edel, ne? Also keine Ahnung, was sowas kostet. Wird wahrscheinlich, weiß ich nicht, wird das teuer sein? Riecht einfach nach Creme. Und also ich vermute, dass mein Freund das schön finden wird. Auch wenn er ein Pflegemuffel ist, ne? Da kann man auch ein bisschen mit schönen Verpackungen punkten. Doch. In der Nummer 10 darf es jetzt mit etwas Leichterem weitergehen. Winter World steht hier hinten drauf. Oh, Boss Bottled Hugo Boss Schauergel. Ja, 30 ml sind hier drin und das wäre quasi der Duschduft zu seinem Parfumduft, den er eigentlich immer trägt. Das ist so sein Lieblingsduft und das ist ein ganz, ganz toller Duft. Mag ich einfach gerne. Die Nummer 11, da steht ganz dick Cleanse drauf. Also irgendwas sollst du reinigen mit etwas Großem. Entweder ist das ein Duschgel oder ein Gesichtsreinigungsprodukt. Daily Cleansing Shampoo von American Crew. Und das ist mit Zitrus und Mint. Okay, Mint ist jetzt leider nicht unser Ding hier im Hause. 250 ml, weil da hast du halt diesen frische Kick mit dabei. Manche finden das großartig, aber dieses Gefühl, dass die Haut so gekühlt wird, mag ich nicht ganz gerne. Und ich finde, mein Freund halt auch nicht, und ich finde einfach, dass sowas nicht unbedingt ein Winterprodukt ist, weil da möchtest du ja eigentlich alles muckelig warm haben und nicht unbedingt dann unter der Dusche nochmal so ein Minzkram, oder? Schauen wir auf jeden Fall sauber in die Nummer 12 hinein. Das ist die Halbzeit. Und ja, es ist dann tatsächlich auch schon so, dass wir drei Duschgele hatten wir jetzt. Nein. Nee, das war ein Shampoo. Okay. Aber wir haben schon zwei Duschgele drin. Okay. Techni Art von L'Oreal Professional. 50 ml Fix Max. Nein, doch Fix Max. Shaping Gel for Extra Hold. Hä? Ach so, Shaping im Sinne von, ach so, nicht Shaving Gel, okay, wow. Ja, das ist für die Haare ein Styling-Produkt. Ja, wenn man entsprechend lange Haare hat, macht es durchaus Sinn. Bei 3 mm, wie bei meinem Freund, ist es dann ein Produkt, was er jetzt nicht unbedingt verwenden würde. Aber ansonsten sind hier schon Produkte drin, die er theoretisch verwenden könnte, wenn er wollen würde. Die Nummer 13 eröffnet die zweite Halbzeit. Skin Saver. Oh, was soll denn meine Haut beschützen? Molecular Skin... Nee, Silk Amino Hydrating Cleanser, 25 ml von Allies of Skin. Ich weiß nicht, ob das eine spezielle Männerpflegemarke ist oder ob das eine Marke ist, die so gut wie jeder verwenden kann. Das ist nämlich ein pH-balancierendes oder ein pH-balanciertes Reinigungsgel. Und ich finde, das sieht wunderschön aus. Ne? Finde ich sehr, sehr ansprechend. Und Reinigung ist so der erste Schritt für die Gesichtspflege. Und das ist unser erstes Gesichtsreinigungsprodukt. Das macht durchaus Sinn, das auch in einem Adventskalender zu finden, finde ich. Weiter geht die wilde Reise am 14. Dezember. Und hier haben wir etwas schön hineingepacktes drin. Und zwar eine Facial Sheet Mask von Flaconi selber. Das ist mit Avocado und Shea Butter. Das soll Feuchtigkeit spenden und nähren. Die können Männer verwenden, die können Frauen verwenden mit Hyaluronsäure, Shea Butter, Goji-Beeren-Extrakt. Ne? Und die habe ich, glaube ich, auch selber mal vor 2 Jahren, meine ich, in Adventskalendern von Flaconi drin gehabt. Verwendet und fand sie ganz okay. Habe sie mir aber nicht nachgekauft.
am 15. Dezember erwartet uns wieder etwas Schwereres. Brooklyn Soap Company, ein Zederbadöl. Das ist cool. Edles Badöl mit holziger Zedernduftnote, 30 Milliliter. Das dürfte auch tatsächlich eine Full Size sein. Und ich mag diesen Duft von der Brooklyn Soap Company. Das hat so ein Geschmäckle damals hinterlassen, als ich den Adventskalender mal oder die Adventskalender von denen ausgepackt habe. Und die waren echt blöd befüllt, preis-leistungstechnisch, ne? Aber die Produkte selber, die mein Freund dann auch verwendet hat, fand ich super schön. Die haben ganz toll geduftet und waren sehr angenehm in der Pflege, sagte er. Also von daher schon ein cooles Ding, ne? Und so Bartpflege hier mit drin zu haben, ist schön. Das ist für die Leute oder ja für die Männer, die keinen Bart haben, blöd. Aber wir haben hier ja auch Haarprodukte drin. Das ist dann ja für die Leute, die keine Haare haben, blöd. Ja, ausgleichende Gerechtigkeit und so weiter. Aber wir brauchen jetzt nicht übermäßig viele Haar- oder Bartprodukte hier drin haben. Aber so ist es auf jeden Fall schon mal ausgewogen. Der 16. Dezember. Hier erwartet uns auch wieder ein Unisex-Produkt. Das ist von Ahava Dead Sea Water Mineral Hand Cream mit 40 Millilitern. Ahava ist eine sehr, sehr schöne Marke. Die sind auch sehr mild von ihren Formulierungen her, sodass man das auch verwenden kann, wenn man sensiblere Haut hat. Und in so einem Adventskalender eine Handcreme drin zu finden, ist genauso wie bei der Lippenpflege halt einfach, ja, gehört dazu, ne? Der 17. Dezember ist klein, leicht und eine Woche vor Heiligabend. Hier haben wir auch ein kleines Produkt drin, Dr. Barbara Sturm. Oha! Hyaluronic Serum, 3 Milliliter. Da dürfen auch die Männer mal ein bisschen Luxuspflege-Luft schnuppern. Und also ich persönlich finde, in einem Männer-Adventskalender auch so kleine Serien gar nicht so verkehrt, weil dieser Adventskalender ja eher so dazu dient, den Mann vielleicht ein bisschen ranzuführen, überhaupt Pflege zu verwenden. Keine Ahnung. Es ist winzig klein. Also da werden jetzt auch viele sagen, oh mein Gott, das ist wirklich eine Probe. Aber Dr. Barbara Sturm ist sehr, sehr hochpreisig und dieses Moped hier ist auch wirklich sehr, sehr teuer. Und dementsprechend ist das auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, das kannst du sogar auf der Homepage von Dr. Barbara Sturm so kaufen. Ist eine sehr, sehr beliebte, sehr, sehr, sehr beliebte Marke im englischsprachigen Raum. Ist hier halt mit drin, ne? Ich finde es ganz schön tatsächlich und werde es vielleicht sogar meinem Freund mopsen. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich jetzt den 18. Dezember und da geht die Party weiter mit Barbour HSR Lifting Anti-Wrinkle Cream. 15 Milliliter sind hier drin. Barbour ist auch eine sehr hochpreisige Marke und diese Creme wird auch sehr hochpreisig sein. Hatten wir schon Gesichtspflege? Nee, wir sind jetzt hier so richtig auf dem Gesichtspflegetrip in der zweiten Halbzeit. Sehr cool. Mag ich, doch. Was ich nur interessant finde, Barbour hat doch eigentlich eine Men-Reihe auch noch, ne? Deswegen verstehe ich nicht, warum die in den Adventskalender nicht das Barbour Men-Produkt dann reingegeben haben. Einfach mal, um den Männern auch zu zeigen, hey, wir haben übrigens eine eigene Linie für euch. Das bringt die Leute nämlich oft dazu, das dann auch eher sich dann zu kaufen und zu verwenden. Also bei meinem Freund ist es so, wenn irgendwo auch Men draufsteht, dann verwendet er es auch deutlich lieber, als wenn da einfach gar nichts draufsteht. Nun, hier habe ich jetzt den 19. Dezember und der ist sehr duftend. Also oh mein Gott, hier riecht es richtig raus. Und hier haben wir von Versace Pour Homme Dylan Blue Perfume Bath and Shower Gel. 100 Milliliter sind hier drin. Also das riecht wirklich intensiv, ne? Wow. Das ist jetzt unser drittes Duschgel. Ja, mehr sollten es eigentlich auch nicht sein. Ich finde es tatsächlich cool, muss ich sagen. Und freue mich drüber, das hier drin zu haben, weil es gut riecht. Es ist aquatisch vom Duft her. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Frauen, die halt auch auf aquatische Düfte stehen, da denke ich zum Beispiel an meine Freundin Sarah Isabel, Like a Daisy in Spring, ich glaube, die wird es auch hart feiern. Die Nummer 20. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Das eröffnet uns immer so ein bisschen diesen Sprint Richtung Heiligabend. Hier ist so auch wieder was sehr Eingeklapptes. Noch eine Maske. Die dritte Maske. Das ist, ich weiß nicht, ich habe heute so nämlich meinen Tag, wo ich ganz viele Männer-Adventskalender auspacke. Spektakulär, wie viele Firmen halt so viele Gesichtsmasken reinpacken. Ist immer so eine Sache mit Bart, ne? Weil mein Freund hat Bart und dann hält es halt nicht so und deswegen mag der nicht so gern Tuchmasken. Man-Upgrader hatten wir ja eben auch schon. Frank Hart Hydro Sheet Mask. Und das ist eine Biozellulose-Maske. Lässt du 15 bis 20 Minuten drauf und das ist mit Aloe Vera und Hyaluronsäure. Also das wird hautberuhigend sein und Feuchtigkeit spenden und soll auch noch glätten. Hört sich auf jeden Fall gut an, muss ich sagen. Mal schauen. Vielleicht finde ich jemanden in meinem Umfeld, der da Bock drauf hat. Ne? Die Nummer 21. Hier steht drauf Fresh Eyes Festive Vibes.
okay, hier ist was für die Augen drin enthalten. Von Kiko Skin Trainer Eyes Anti-Puffiness and Dark Circle Serum, 15 ml. Da muss man sagen, Kiko ist ja eigentlich eher so eine Marke, die dekorative Kosmetik herstellt. Und ja, mal gucken, ob die hier auch was drauf haben, was die Skincare-Linie angeht. Also Masken können die auf jeden Fall. Aber hier haben wir dann tatsächlich und wirklich ein Serum für die Augen. Interessant, ne? Die Nummer 22. Zwei Tage vor Heiligabend sind wir jetzt. Und ich bin wirklich froh, dass wir noch nicht irgendwelche komischen Proben drin hatten oder so. Und hier habe ich was von Logical Skincare Recipe for Men Facial Moisturizer. Das ist eine fettfreie Feuchtigkeitscreme. Aha, für Flawless Skin for Men. 25 ml sind hier drin. Und finde ich schön. Also das, denke ich, ist für einen Mann ansprechend. Ist jetzt unsere zweite Gesichtscreme. Finde ich vollkommen in Ordnung. Soll Feuchtigkeit spenden. Finde ich gut. Dann schauen wir mal, was wir am Tag vor Heiligabend machen dürfen. Fühlt sich schwer an. Die meisten packen hier irgendwie ein Duschgel oder sowas rein. Hier habe ich von Murat, das ist eine sehr hochpreisige Marke, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, Rapid Dark Spot Correcting Serum. Das ist sehr interessant. 30 ml haben wir hier drin. Und das hatte ich auch schon mal irgendwo in einem anderen Adventskalender drin. Und das ist mit AHA. Also, oder? Also ich meine schon, dass es hier mit AHA ist. Da sollte man ein bisschen aufpassen, also Glykolsäure, ne? Abends verwenden. Das wirkt sehr intensiv. AHA ist ein Peeling, da habe ich hier mal, habe ich eben schon eingeblendet, glaube ich, ne? Ja, mein Peeling-Video, ansonsten blende ich mein Wirkstoffvideo hier mal ein. Hier steht nämlich morgens und abends verwenden. Bitte nicht morgens verwenden. Die Haut wird gepeelt, die ist dann angreifbarer für Sonne, Umwelteinflüsse und so. Macht das lieber abends und am Morgen, dann richtig schöne Pflege verwenden und Lichtschutzfaktor. Nun, auf jeden Fall habe ich dieses Produkt hier drin. Das soll dann entsprechend helfen, dass man die Dark Spots los wird, also die Pigmentverfärbung, die man vielleicht einfach hat. Und das ist schon krass, das in der 23 zu haben. Jetzt bin ich einfach mal extrem gespannt, dass wenn wir das in der 23 haben, was in der 24 drin ist. Okay, anhand der Größe würde ich sagen, da ist jetzt eine Parfümminiatur drin, weil das ist halt schon recht klein und da muss ja was Ordentliches drin sein. Ja, wir haben von Versace Eros Eau de Toilette 5 ml drin. Das ist ein Parfum und ja, das hatte ich jetzt, glaube ich, auch schon in anderen Adventskalendern drin gesehen. Und das müsste auch ein ganz toller Flakon sein, ja, und ein schöner Duft, wenn ich mir die Duftnoten nochmal so in Erinnerung rufe. Deswegen, also sowas in der 24 finde ich schön. In der 6 wäre es noch cooler gewesen, wenn ich das so ehrlich sagen darf. Aber ja, ist ein schöner Abschluss, ne, dass man da einfach nochmal eine schöne Miniatur drin findet. Und ich glaube auch, dass der ein oder andere Mann sich darüber sehr, sehr freuen wird. Doch, also für 100 Euro bekommt man hier einen ausgewogenen Adventskalender, der manchmal etwas merkwürdig befüllt ist, aber im Großen und Ganzen doch einen schönen Inhalt hat. Große, wirklich große Größen sind hier drin. Auch ein paar etwas kleinere Geschichten. Witzigerweise drei Tuchmasken, was ich feiern würde. Mein Freund jetzt wahrscheinlich eher weniger. Aber wir haben auch eine schöne Skincare-Routine hier mit am Start, dass der Mann hier auch ein bisschen dran geführt wird. Oder, falls jemand den Adventskalender bekommt, der ja sowieso Bock auf Skincare hat, der wird sich da wahrscheinlich auch drüber freuen, weil es halt coole Marken sind, ne? Barbour, Dr. Barbara Sturm. Gut, ja, wir haben Kiko hier auch mit dabei, was jetzt eigentlich eher so, ne, also das ist halt ähnlich, als würdest du hier, keine Ahnung, Catrice oder so mit reinpacken, ne? Aber trotzdem finde ich, dass hier halt coole Sachen drin sind. Also ich glaube, dass man damit einen Mann schon glücklich machen kann, sofern er Bock hat, sich auf dieses Skincare-Game einzulassen. Genau, das sollte man halt bedenken, aber ansonsten ist es ein schöner Adventskalender, ne? Ja, ihr Lieben, das ist jetzt hier einmal das Unboxing gewesen. Ich bin tatsächlich begeistert und würde sagen, dass damit auf jeden Fall jemand sehr glücklich gemacht werden wird, der den auspacken wird und der auch zu Recht ausverkauft ist. Das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.